Es wird endlich Zeit, weiterzumachen hier bei Paper Mario. Aber vorher möchte ich noch das hier zeigen. Hier im Untergrund gibt es noch etwas für uns zu finden. Ja, ich habe ja eigentlich mich hier überall umgeschaut. Ich war mir ziemlich sicher, ich habe alles. Aber eine Sache fehlt mir tatsächlich. Und ihr wisst ja sicherlich, wie ich eigentlich so ziemlich jeden von diesen Elevatoren hier genutzt habe, um zu gucken, ob da nach unten lang was ist oder nach oben lang was ist. Und das Einzige, was ich nicht probiert habe, ist genau diesen zu nehmen, um nach ganz oben zu fahren. Ja. Vor allem ist da auch noch eine grüne Röhre hier im Weg, eine Textur. Keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Jedenfalls ist hier der letzte Level-Up-Block, der uns noch fehlt. Na gut, das war jetzt ein bisschen blöd, aber... Oh ne, wir sind hier. Hier ist es, genau, perfekt. So, und ich schätze, da Paracarry der letzte ist, der noch nicht gemacht wurde, werde ich ihm ausnahmsweise dieses Level Up gönnen. Ja, manchmal bin ich auch so gutherzig. Oder so. Jedenfalls haben wir jetzt all unsere Characters Level Up bekommen. Wir sind jetzt alle so stark wie möglich, dass es so sein kann. Und diese Röhre, jetzt wissen wir auch endlich, wo die herführt. Die führt hierhin her. Wo wir auch nie dran kamen. Ja. Außerdem habe ich komplett vergessen, hier einen Brief abzugeben. Ja, so ein Moment mal wieder. Das Problem ist halt, ich habe hier halt gelesen, wir haben zwei Briefe. Einer an Merlow, Sternschnupfengipfel, und Frosty im Sternteil. Ich dachte, ja, okay, Stern, das ist beides der gleiche Ort. Es ist nur eins ist oben auf dem Berg, eins ist unten. Nein, Sternteil ist ein ganz anderer Ort. Das ist nämlich der hier in Chapter 7. Mit diesem grünen Tod hier. Du hast den letzten Stern gerettet. Ein Hoch auf Mario. Bowser hat keine Chance mehr. Schon bald wird der Sternstab wieder im Sternhafen sein. Ich wünsche viel Glück. Aber übrigens, ich habe das Sternkind, das sich versteckt hat, noch immer nicht gefunden. Wo könnte es sein? Hast du gesehen, Mario? Ja. Aber darum geht's ja gerade gar nicht. Ich habe hier nämlich einen Brief für Sie. Bitteschön. Oh, vielen Dank. Oh, wie schön. Ein Brief von Dainty und Minity. Diese kleinen Rabauken. Jedes Mal, wenn ich sie besuche, haben sie gerade etwas ausgeheckt. Sie schreiben mir so oft. Es ist schön, Post zu bekommen. Ein Brief von den beiden macht mich genauso glücklich wie Post von meiner Familie. Fast hätte ich es vergessen. Ich muss einen Brief abschicken. Würdest du bitte diesen Brief an Gumpapa in Gumbafoot zustellen? Eigentlich geht er ja an Gumbaria, aber ich glaube, ihr Vater kann ihn ihr besser erklären. Bring ihn bitte vorbei, wenn du gerade in der Gegend bist. Vielen Dank. Ja, zumindest ein Ort, den man sehr leicht erreichen kann. Das hier ist so schrecklich zu erreichen. Man muss den ganzen Weg im Untergrund zur Tür gehen. Dann muss man hier alles zu Fuß hinlatschen. Und jetzt muss ich den Weg wieder zu Fuß zurückgehen. Oha, hier im Laden gibt es ja den Lebenspilz für nur 40 Münzen statt 50. Das ist interessant. Und warum geht da links im Bildschirm die Zahl rum? Bisschen seltsam, aber gut. Tatsächlich werde ich mir einen kaufen. Wird bestimmt noch nützlich sein. Schauen wir mal zumindest. Wenn ich noch ein einziges Mal einmal diesen Schneeweg hin und her gehen muss, dann werde ich komplett ausrasten, du. Rund um das Schloss muss es wohl ziemlich düster sein. Ich bin mir sicher, die Leute verlassen sich auf dich, Mario. Muss ihnen helfen. Hey, entschuldigen Sie mal. Sie sind doch Gumpapa, oder? Ich habe hier einen Brief für Sie. Das kommt aus dem Sternental. Nur für Sie. Ah, danke, mein Herr. Was wären würde die Post? Oh, wie interessant. Ein Brief für Gumbaria. Ich glaube, ich kann ihn ruhig öffnen. Ich kann mich erinnern, dass sie vor kurzem einen Brief geschrieben hat. Ich habe mich schon gefragt, was darin steht. Ich verstehe. Ich glaube, es war eine Frage. Und das hier scheint die Antwort zu sein. Sieht ja kompliziert aus, aber ich kann es verstehen. Ich werde dir alles darüber erzählen. Vielen Dank für die prompte Lieferung. Hier, nimm das. Glückstagorden. Manchmal gehen gegnerische Angriffe daneben. Das ist cool. Wie viel OP verbraucht das denn? Wenn es nicht so viel ist, tue ich rein. Ganz ehrlich. Das klingt schon mal nicht schlecht. Machen wir es denn. 7! Okay, was heißt denn manchmal? Ist es 50%? Heißt es 20%? 30? 15? 5? Was heißt denn manchmal? Ah, 7 ist schon... Puh, schon ordentlich, du. Schon ordentlich. Alles klar, damit sind wir endlich fertig mit all unseren Nebenquests und müssen nur noch einen Brief abgeben. Und der geht an Sie. Ah, sie an Mario. Du bist es ja. Hä? Nicht?
dann wohl an den Typen, der hier oben lebt. Spreche ich mal mit ihm. Der kleine Junge da. Zum Schnuller. Hey, Mallow, ich habe hier einen Brief für Sie. Bitteschön. Der letzte, glaube ich. Dann bin ich fertig. Kann ich eigentlich Feierabend machen, Mann. Ein Brief für mich? Von Merli aus dem Sternteil? Wow, Nachricht von meinem Vater. Danke, Herr Postbote. Mein Vater schreibt mir immer, weil er sich um mich sorgt. Aber meine Schwester und ich sind leider absolut schreibfaul. Vielleicht sollte ich ihm öfter mal zurückschreiben. Dies ist ein Schatz, den ich seit langer Zeit behütet habe. Ich gebe ihn dir als Zeichen meiner Dankbarkeit. Du kannst jederzeit zu mir kommen, um wieder mit mir zu tauschen. Yeah! Ein Schatz, den du behütest? Ich dachte, du sammelst die Dinger. Apropos die Dinger, wir haben schon 95 davon. Ich kann euch sagen, die restlichen davon würden wir bei Quizmo finden. Das heißt, wir haben jetzt wirklich, soweit ich weiß, alle Sternsplitter im Spiel, bis halt auf die restlichen, die wir bei Quizmos Fragen finden können. Und wie viel sind das? Quizmo hat insgesamt 64 Fragen. Haha, 64. Ja, es sind viel zu viele. Ich weiß nicht, ob ich da Lust habe, die zu suchen. Also, das Problem ist halt, dass ich jedes Mal Quizmo suchen müsste. Ich müsste immer wieder in das Gebiet rein, das Gebiet raus und mal gucken und alles hin und her und... Ich weiß nicht, ob ich darauf Lust habe. Ich überleg's mir mal. Aber wenn wir sowieso schon mal hier sind, dann können wir uns doch eigentlich auch mal ein paar Orden leisten, oder? Ich meine, schaut euch das mal an. Das sind ja alle Orden, die man sich hier kaufen kann im Spiel, ne? Und ich finde, so ein paar der teuren könnten wir uns schon holen. Ich habe schon Kraftflussorden. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, noch einen zu holen. Sparblüte hört sich schon geil an, aber ich weiß halt nicht, wie viel OP das alles hier verbraucht. Das steht hier leider nicht. Vielleicht sagt er das ein, wenn man drauf drückt. Ich könnte das mal ausprobieren. Ja? Sagt er das ein? Ich tausche Sparblüte für 25 Sternsplitter. Die Anzahl brauchst du davon. Oh, 6 OP. Ja, gut, komm, mach. Sparblüte! Also gut, mein Herr. Was willst du noch? 20, 40, 50, 80. Naja, ich habe noch nicht genug für alles. Aber man könnte ihn, glaube ich, sogar leer kaufen, damit man eine komplette Ordenssammlung hat. Aber die habe ich nicht vor. Ich sag euch das nur, was man hier alles machen kann, auch mit dem Quiz und so. Ich sag euch das nur. Auf jeden Fall, das war ein Orden, der mich interessiert hat. Geld ist jetzt nicht mehr so wichtig. Es kann sein, dass der Typ im Untergrund, wo man ja jetzt das Haus freigeschaltet hat im Totem, wo man direkt zum Untergrund kann, ich glaube, dass der einem auch noch Sternsplitter geben kann, wenn man ihm immer mehr Geld gibt. Ich glaube aber, der gibt dann größtenteils nur Items. Aber ich glaube, man kann auch Sternsplitter von ihm bekommen. Müsst ihr mal ausprobieren. Aber wie gesagt, ich habe darauf keinen Bock. Ich habe jetzt wirklich alles gefarmt und wie möglich habe mein Bestes gegeben und komplett voll rausgemacht. Ist jetzt gut. Müssen nicht All-In gehen. Senkt Angriffskraft um 1, regeneriert 1 KP pro Runde. Nee, danke. Beim gewonnenen Kampf findest du mehr Blüten, brauche ich nicht unbedingt. Geht immer berühren an deinen Stromschaden, nee. Zeit die KP deine Gegner, ich habe Gumbario. KP sehen sich während des Kampfes langsam. Wäre eigentlich geil, den hole ich mir. Wie viel kostet der? 3 OP. Ja, okay, macht Sinn. Verdammt, ich kann meine Ohren alle nicht so benutzen, ne? Schutz mal Verwirrung. Hier und wieder werden Gegner Mario verfehlen. Daneben. Zahltag. Und Sound Effects. Das hole ich mir mal. Damit ich es demonstrieren kann, weil ich würde mich jetzt schon dafür interessieren. Und es kostet sowieso 0 OP. Kann man einfach so ausrüsten, wenn man will. Cool. Du willst ja sich traden? Na gut, wenigstens konnte ich meiner Sammlung wieder ein paar Sternsplitter verleiben. Komm mal wieder vorbei, wenn du mit mir tauschen willst. Ja, vielleicht manchmal irgendwann nach dem Display in Brunus. Video, wo ich alles zeige mit den ganzen Sternsplittern, aber jetzt im Moment habe ich da jetzt nicht wirklich den Sinn für. Doppelgriff kann ich glaube ich mal raustun für den Blumensegen. Außerdem möchte ich gerne die Soundeffekte anmachen. Wo sind die denn? Es gibt noch ein B. Also alle Orden habe ich natürlich auch nicht. Read? Was ist das für ein Sound? Interessanter Sound. Na gut, ich finde das ganz nett mit diesen Soundeffekten, aber es ist halt wirklich nicht meins. Und das ist so nervig. Wieso kann ich nicht so fast traveln hier in dem Menü? Oh Mann. Ich suche mal hier ein bisschen was aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Warte mal, mir fällt auch gerade auf. Ich kann, glaube ich, nicht alle Orden bekommen, weil ich habe diesen einen Orden bei Prinzessin Peach verpasst im Schloss. Außer man kann den bekommen,
wenn wir da mit Mario hingeht. Weil wir wollen ja jetzt Kapitel 8 anfangen und auf zum Schloss. Wir wurden beauftragt, jetzt wo wir alle Sterne gerettet haben, dorthin zu gelangen. Aber warte mal, wir haben ja noch eine Beschreibung von den ganzen Sternen. Ich habe mir, glaube ich, nicht alle angeschaut. Deshalb möchte ich mir die nochmal anschauen. Dieser Stern ist ein wahres Energiebündel. Sein Ruhigsteller schwächt die Kraft aller Gegner. Das Herz dieses jungen Sterns ist erfüllt von Kraft und Reinheit. Ihr Himmelskuss KP. Seine Weisheit liegt weit jenseits seiner Jugend. Setzt er die Auszeit ein, können sich die Gegner nicht mehr bewegen. Er ist voller Güte und geht jeder Auseinandersetzung aus dem Weg. Fort und weg verwandelt alle Gegner in Sterne. Ja, ist ganz in Ordnung, aber ich bin da kein Fan von dem letzten. Und generell gibt es so, ja, drei wirklich gute von diesen Sternen. Also drei wirklich gute Abilities. Aber na gut. Mario, kannst du mich hören? Ich werde den Eingang zum Sternenweg öffnen. Betritt diesen Pfad ohne Furcht. Der Sternenweg führt dich direkt in den Sternhafen. Wir sieben hohen Sterne erwarten dich dort. Wir wollen dir all unsere Kräfte zur Verfügung stellen. Denn nur dann wirst du in der Lage sein, gegen die Macht des Sternstabs zu bestehen. Okay. Dann auf damit! Ein Strahl nach oben. Wir warten gespannt auf deinen Schein. Mario, alles im Sternhafen! Okay. Sind wir bereit? Ich habe ihm, by the way, das Wacker-Kick aus dem Lager geholt. Und übrigens, den Wacker, den man da in der Wüste gesehen hat, den gibt es nur in der Wüste und den kann man, glaube ich, bis zu 7-8 Mal oder so schlagen. Irgendwann hat er sein Gedächtnis verloren und dann taucht er nie wieder auf. Wollte ich doch nur mal sagen, dass man die Dinger farmen kann, aber dann wird man sich wohl schlecht fühlen. So. Bin bereit. Auf geht's. Wir sind endlich da! Okay. Nein, ich... Mann, ich wollte nicht wieder runter. Oh Mann, das war aus Versehen. Ich wollte mich nur umschauen hier. Aber hier scheint wohl nichts zu sein links. Okay. Das ist nämlich ein bisschen Luigi's Mansion. Dieser lange Weg im Weltall. Wir sind Gegner? Ernsthaft? Na gut. Wenn das sein muss, dann muss das sein. Angriff! Wir wollen da jeden einzelnen Gegner scannen und ich meine, ich hoffe, es stimmt. Aber ich meine, ich habe bisher alle gescannt. Man muss es übrigens auch nicht machen, das zählt nicht zu 100%, aber ich mache es halt immer gerne. Das ist die kalte Glut. Im Grunde sind es feurige Monster, geschmiedet aus einem unheimlichen blauen Feuer. 10 KP, 4 Angriff, keine Verteidigung. Zwar sehen sie frostig aus, sind aber trotzdem feurig. Daher werden Feuerattacken keine Wirkung zeigen. Wenn sie angegriffen werden, teilen sie sich. Greift trotzdem weiter an. Irgendwann gehen sie schon auf. Aber sie schlagen auch zurück. Manchmal attackieren sie auch deine Mitstreiter. Dann beträgt der Schaden 3 Punkte. Wasserattacken wirken sehr gut. Besiege sie, bevor sie dich verbrennen. Aha. Ah, das geht nicht bei denen. Draufspringen kann ich, aber wird wahrscheinlich auch nicht so eine gute Idee sein. Ich könnte den Sternsturm für die verschwenden. Ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Ich habe übrigens keine Items sonst außerhalb davon mitgenommen. Ich hau einfach ab. Ich bin nicht mehr interessiert an irgendwelche blöden Kämpfe. Ich bin ready, Bowser in den Hintern zu treten oder seinen Schweif zu packen und wegzuwerfen. Ich bin nicht hier, um mit irgendwelchen Billiggeistern, Feuergeistern zu kämpfen oder sowas. Komm, ziehen wir weiter. Vielleicht finden wir noch das Rainbow Road. The Rainbow Road. Where you go? Was sind Wolken hinten? Habt ihr das gesehen? Gut, dass ich diesen Ort noch drin gelassen habe. Kann ich schnell durchzoomen. Sieht schön aus hier. Ach, hallo Starfy. Guten Tag. Na, vielleicht guten Abend. Im Sternhafen siehst du zu jeder Zeit einen Himmel voller Sterne. Früher konnte man viel mehr Sternschnuppen sehen, doch das war, bevor der Sternenstab gestohlen wurde. Damals war die Schönheit dieses Ortes einfach unvergleichlich. Na, schade, dass wir zu dem Zeitpunkt nicht hier sind. Quizmo! Ach, du würdest also doch auf einmal meine Quizzes machen? Ja, sorry, Bro, ich will nicht alle 64 machen, weißt du? Hm, schon gut, ich verstehe. Frage: Welche Option steht bei Mario im Kampf ganz links? Strategie. Das sollte man wissen.
Korrekt! Das war ja super einfach für dich. Das war generell super einfach, Kollege. Danke. 5 Fragen richtig beantwortet. Es gibt 64. Yay! 59 weitere. Yippie! Auf Kaltwald. Als ich hörte, dass die Sterne entführt worden sind und der Sternstab gestohlen wurde, geriet ich völlig in Panik. Ich dachte, das ist das Ende! Das Ende der Welt! Doch jetzt sind die hohen Sterne sicher zurückgekehrt. Das hat mir gezeigt, dass ich die Hoffnung niemals aufgeben darf. Oh Gott. Mit so einer Mentalität mit, oh mein Gott, alles verloren, die Welt ist zu Ende. Muss man mit aufpassen. Da werden Leute noch verrückt. Coole Tür. Die Nachricht von der Rückkehr der Sterne hat mein Herz mit Freude erfüllt. Alles, was wir uns jetzt noch wünschen, ist, dass auch der Sternstab wieder zu uns zurückgebracht wird. Ist das nicht eigenartig? Ein Stern, der einen Wunsch äußert. Ja. Selbst die Wünsche äußern. Selbst die Wünsche erfüllen, äußern Wünsche. Ja. Ich habe meinen Satz verkackt. Ist egal. Hallo. Als es die Nachricht ereilte, dass die Sterne entführt worden sind, hat das einen Freund von mir so getroffen, dass er schwer krank geworden ist. Sein strahlendes Leuchten wurde zu einem schwachen Flackern. Doch jetzt, wo die Sterne wieder da sind, wird sein Leuchten langsam wieder zu einem gesunden Schein. Wir sind unser Retter, Mario. Ach, nicht der Rede wert. Unsere hochgeschätzten Sterne sind zurückgekehrt. Oh, welch glücklicher Tag. Und das alles haben wir nur dir zu verdanken. Ich glaube, fortan bist du für uns das, was wir für die Menschen sind, Mario. Jeder Stern steht tief in deiner Schuld. Ach, so krass war das doch jetzt nicht. Und mir fehlen 2 KP. Komm, ich lass mich mal heilen. Hier wohnen keine Toads. Interessant, sonst hat Toad jedem Gebiet gewohnt, aber hier nicht. Hallo, brauchst du eine Pause? Okay, dann hol ich dich aus. Oh ja, das Sternenbett. Ah, Mamma mia. Thank you so much. Ich will mich hier noch umschauen, bevor wir abhauen. Aber Speichern muss immer sein. So. Ich bin gespannt, warum und wann hier Kapitel 8 anfängt, weil das ist ja scheinbar noch nicht auf Kapitel 8. Hier ist ein Shop. Ich guck mal kurz rein. Was hat er denn so? Das Übliche. Warte, was sind hier die Preise? Ich habe jetzt nicht ernsthaft... Ich habe das für 40... Egal. Alles gut. Ich brauche sowieso kein Geld. Wozu denn? Wenn ich mich gerettet habe, kann ich einfach ihre Kreditkarte nehmen. Ist doch alles gut. Ist hier noch irgendwas? Wieso, oder wieso kann man hier hin? Nö. Komm halt einfach hin. Sorry, dass mir das gerade auffällig das sagen muss, aber ihr seht ja diese Steine, die da rausgucken. Ich muss übelst an Minecraft denken, als hätte man an so eine Wand einfach so Knöpfe rangetan, damit das so aussieht, wie hier es so aussieht. Oh Mann. Warum muss ich daran jetzt denken? Was ist falsch mit mir? Egal. Hey, das sieht ja schick aus. Wird hier geheiratet oder was? So eine entspannte, chillige Musik. Oh, da sind sie ja. Bin ich hier in OOT oder warum warten die 7 hier auf mich? Das Master Sound fehlt halt noch. Mario, du hast es geschafft. Die Zeit ist gekommen, den Kampf gegen Bowser zu wagen. Und nun, halt still, während wir 7 unsere Kräfte fokussieren, um dich mit der Allmacht des ewigen Himmels zu erfüllen. Okay. Mario lernt Sternstrahl! Setzt du diese Kraft ein, kannst du die Macht des Sternstabs aufheben, sobald Bowser ihn einsetzt. Und noch etwas, ich habe noch ein Geschenk für dich, das sich sicher als nützlich erweisen wird. Und das wäre? Was leuchtet denn da so groß? Es ist doch nicht etwa mein eigenes Mario Kart! Ist bestimmt in der Meta. Dies ist die legendäre Sternbarke vom Sternhafen. Bowsers Festung schwebt am höchsten Punkt des Himmels. Ist noch nicht im Weltall. Ah, okay, macht Sinn. Mit dieser Barke kannst du sie erreichen. Klettere an Bord, auf zu Bowsers Festung. Wir sind immer an deiner Seite. Wann immer du in Bedrängnis bist, ruf uns herbei. Wir werden dir helfen. Okidoki, let's do this.
Bist du startklar? Nein. Muss aber kurz einatmen, ausatmen und leichter lassen. Okay, jetzt bin ich fertig. Komm, let's go. Auf nach Kapitel 8. Ich habe übrigens abgespeichert. Also, wenn was ist, kann ich nochmal zurückgehen. Wie episch. Mit all unseren Partnern, die uns hierher gebracht haben. Seht! Eine Sternstoppe! Prinzessin, komm zurück! Prinzessin, komm zurück! Prinzessin, hast du dir etwas gewünscht? Ich hoffe, deine Wünsche werden wahr. Ich auch! Wir sind zwar keine Sternstoppe, aber wir machen den Leuten trotzdem Hoffnung. Ich will die Prinzessin sehen! Ich will die Prinzessin sehen! Ich will die Prinzessin sehen! Kein Problem. Ich will Pilzkuchen essen! Ich will Pilzkuchen essen! Ich will Tonnen von Pilzkuchen essen! Oh, Sternstoppe, bitte erfüll meine Wünsche! Bitte, bitte! Aber kein Problem. Also außer das Essen. Das kann ich nicht. Aber wir werden dafür sorgen, dass das Pilzkönigreich gerettet ist. Und wir Bowser schön den Hintern versohlen. Wie es sich gehört. Ab in sein Maul. Boss Inside Story. Kapitel 8. Showdown. Unter Sternen. Und seine Clown-Cars hatte mehrere von denen. Wahrscheinlich auch für seinen Sohn. Kann man leider keins von mitnehmen, oder? Man kann sich aber umschauen, warum auch immer. Na gut. Kann man jetzt wieder zurück, theoretisch? Oh nein, warum mache ich das? Bist du startklar? Aber man kann nochmal zurück. Okay, das ist cool. Man kann aber einfach das Step da starten, wenn man will. Warum auch immer. Was ist denn hier? Keine Ahnung. Okay, Freunde. Finale hier. Also, nicht in dieser Folge, aber wir kommen zum Finale. So langsam aber sicher. Obwohl, das Tor zu Bowser Schloss selber ist zu... Ihr wisst ja, wir sind erstmal bei Bowser Schloss und erst über Bowser Schloss können wir dann zu Peach Schloss. Wieso kann ich da rüberspringen? Wie soll ich da rankommen? Habe ich irgendwas übersehen? Kann ich hier lang? Nee. Seltsam. Abgeschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Gibt es den Weg außen rum? Oh, den gibt es. Den gibt es. Und wie es den gibt. Und die Kollegen. Aua! Die haben wir ja schon sehr, sehr oft die Cutscenes gesehen. Aber was ist das eigentlich? Na, also das ist eine Koopa-Trulie. Ein Elite-Soldat. Er gehört zu den hochrangigsten Wachen in Bowsers Festung. Er sieht auch ein bisschen aus wie Knochentrocken. 8 KP, 4 Angriff, 3 Verteidigung. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, sie haben überall Stacheln, spring nicht auf sie. Wenn ihre KP niedrig sind, laden sie sich für eine letzte Attacke nochmal auf. Die Angriffskraft dieser Verzweiflungsattacke liegt bei 10. Außerdem rufen sie gerne Verstärkung. Solltest diese Koopas nicht unterschätzen, Mario. Okay. Das klingt ziemlich gefährlich. Muss ich mich auf jeden Fall hier in Schutz nehmen. Schön, man kann die umkippen. Sehr schön. Und vielleicht sollte ich doch nochmal den Mega-Erdbeben reintun für ein bisschen mehr Damage. Obwohl, das hat jetzt eigentlich geklappt. Hat ja jetzt eigentlich geklappt. Vielleicht muss ich es auch nicht tun. Blip. Ja, war schon ordentlich Verteidigung, wurde ja gesagt. So, ein normaler Hammer wird für ihn ausreichen, für den Kollege hier. Wie viel Damage macht das? 4. Okay, das ist verständlich. Das macht Sinn. Und wir kriegen nochmal Erfahrungspunkte. Nicht mehr wenig. 6 ist doppelt so viel als beim letzten Normalo-Gegner. Ah, der Schlüssel. Schön. Was zum Little Tories? Alle, die im Schloss waren, sind hier gefangen. Keine Sorge, Tories. Ich rette euch. Also jetzt erst recht muss ich die retten. Ich kann das nicht fassen. Also Peach, okay. Aber die ganzen Toads? Kriegen die zumindest Essen oder sowas? Das gibt's ja nicht. Und wie komme ich darüber? Ich habe keine Ahnung. Lass was. Rein da, in Bowsers Festung. Oh Gott, das fängt schon so an hier. Huh, an den Wachen vorbei. Huh, nein, verdammt. Okay, der hat mich gesehen. Der hat mich leider gesehen. Dann muss ich es wohl akzeptieren. Blum, 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 bam. Schön, 3 Damage. Ha, und wegen meinen beiden Orden lade ich beides auf. Sehr schick.
Freut mich. Vor allem freut mich, dass das auch funktioniert. Ja, den einen Ort, den ich gekauft habe, der sehr teuer war, der einem die BP-Angriffe billiger macht, konnte ich jetzt nicht benutzen. Kostet halt 6 OP. Beim nächsten Level würde ich nochmal OP machen. Definitiv. Und dann mal schauen, ob ich da vielleicht noch irgendwas raustue. Hm. Na doch, ich glaube, ich würde was raustun. Ich hätte da auf jeden Fall mal noch ein paar Ideen. Also komm, gib mir ein Level ab, damit ich in Ohren reintun kann. Ich brauche es ganz dringend. Warte, dann geh ich nochmal zurück und kämpf nochmal gegen den anderen Wachen. Ist eine gute Idee, oder? Ist eine gute Idee. Machen wir. Danke für die Leben. Und... Nein! Ach man, ich hab mich aufmerksam gemacht, indem ich da auf den Boden gestompft habe mit dem Hammer. Auf den Boden gehauen habe. Egal, das passiert schon mal. Ist halt ein Skill-Issue. Genau wie das jetzt gerade. Mist. Aber ist nicht so ein Mist. Höhö. Der hat mir mal noch genug Damage. Ganz knapp. Biam, biam, biam. Obwohl, das hier, glaube ich, reicht nicht. Da möchte ich mal mit Gumbarre drauf springen, glaube ich. Aber doch, das lohnt sich total, nochmal gegen die hier zu kämpfen und zu farmen. Warum liegt der nicht auf dem Boden? Kacke. Gar nicht gut. Bitte kill ihn. Das macht ein Damage. Oder macht es auf mich ein Damage? Das macht auf mich ein Damage. Oh, Mist. Miese. Schnell drauf, Mann. Sonst macht er 10 Schaden, wie wir gehört haben. Gar nicht gut wäre das. Schnell weg mit dem. Nee, der hat jetzt weniger XP gegeben. Und der andere davor auch. Hm? Warum das denn? Kann man sich hier doch nicht alles voll farmen? Oder wie sieht das aus? Seltsam. Jedenfalls! So weiter vordringen. Das sieht voll cool aus hier. Hier will ich so einen Jump'n'Run haben. Aber gibt's leider nicht. Hallöchen! Ach, so viele Wachen. Ist mir recht. Ist mir total recht. Kriegt zumindest ganz viel XP. Wie du schon zurückgestampft bist. Habt ihr es gesehen? Dann gehst du einen Schritt zurück. Er merkt jetzt, oh damn, da passiert was. Nochmal Erdbeben verschwenden. Ich glaube, bis sie zumindest down sind. Wo der Hintro lebt, glaube ich, noch. Ja. Komm, Mario, versau's nicht. Ich weiß, du kannst nicht versauen, aber versau's trotzdem nicht. Ja, verstanden? Blum. Gut. Er hat's verstanden. Und ja, ich farm jetzt nochmal gegen jeden Einzelnen. Ich brauche unbedingt mein Level Up noch. Mein letztes Level Up. Also vermutlich letztes. Ich will immer den Hammer rausholen, aber es ist zu spät. Es ist einfach viel zu spät. Verdammt. Warum sind so viele von euch? Wow. Ich beschwere mich nicht. Mehr XP für den Mario. Finde ich gut. Bam. Weiß ich, mache ich Sternattacke oder spamme ich jetzt ein bisschen Hammer? Ich glaube, ich spamme jetzt nochmal Hammer. Machen wir das. Dup. 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 Und ein Like da lassen. Yeah. Voll drauf gehämmert auf den Like-Button. Sehr gut habt ihr das gemacht, Freunde. Ich hoffe, ihr habt auch den anderen Button gedrückt. Damit ihr nicht verpasst, wenn ich hier wieder dran bin bei Paper Mario oder vielleicht auch anderen Spielen, die euch gefallen könnten. Und ja, wir werden hier nach Paper Mario Thousand Year Door spielen. Auf der Nintendo Switch. Das Remake. Kommt da bald raus und ich bin richtig gespannt. Alle sagen, es ist so ein krasses Game. Und das ist ja noch der Nachfolger hiervon. Bin gespannt. Oh hey, was bist du denn für einer? Du bist ein Hammer, Bro, oder? Hat ein lustiges Design in diesem Spiel, wenn ihr mich fragt. Ja, wie du schon sagtest, das sind die Hammer Bros. Diese Punks hast du sicher noch in Erinnerung. 12 KP, 5 Angriff, 1 Verteidigung. Vorsicht vor dem Hammer, wenn du getroffen wirst, schrumpfst du zu einem Mini-Mario. Wenn die Hammerbrüder in Bedrängnis geraten, werfen sie mit mehreren Hämmern nach dir. Diese Kerle sind schon seit Ewigkeit eine Plage, also solltest du sie auf altmodische Weise vermöbeln. Aber unterschätzen solltest du sie trotzdem nicht. Verstehe. Boah, die haben aber auch viel Leben, ne? Kann man die umkippen? Ich probier's mal aus. Und nice! Krieg noch einen Zauber. Ich hätte vielleicht, ich hätte einen kleinen Zauber kaufen sollen. Aber ist nicht so schlimm. War ja nicht so viel Geld jetzt, aber. 6 Schaden mache ich gegen die. Schön, schön. Albeleben. Aber
Jetzt bin ich Mini Mario. Wurde zu heiß gewaschen! Oh nein, die Klamotten sind zu heiß gewaschen worden! Kann ich jetzt überhaupt angreifen? Ich schätze ja. Okay, mach ich das mal. Mach ich jetzt einfach weniger Schaden oder wie sieht's aus? Ich mach kaum noch Schaden. Verstehe. Not so good. Aber das reicht auch nicht. Ernsthaft. Hallo, wie oft noch? Kollege! Oh Mann. Kann ich wieder größer werden? Nee. Okay. Ich besieg den hier schon mal. Okay, ich mach genau 2 Schaden. Okay, toll. Und du? Besiegst ihn bitte. Danke. Bong, 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 bong. Schön. Genauso schön, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. 8 Sternpunkte, das heißt, es geben 4 und der andere 3. Keine Ahnung, jedenfalls gute XP.